Der ist ein echter, namenloser Herr, wie du sagst. Aber mein Ruf ist auch nicht schlecht. Erzähl diesem Habe von diesem Geräusch. Und merk es dir. Schieb mich an die Wand ran. Na mach schon! Schieb mich! Heute werde ich besser sein als Tomisch. Tomisch! Bist du da, du armer Krepierer? Oder simulierst du deinen kleinen Schlupfen? Papa, hör auf! Schon gesagt, dass du nicht mit jemandem aus reinem Mitgefühl gehen sollst. Ja, das Öl. Ich liebe den glitschigen, schmierigen Geschmack des Öls. Glitschig? Ist echt gut. Geschmack des Öls ist echt gut. Ich war mit 7 Kerlen dort. Es war arschdunkel und wild. Ein Körper hier, ein Körper dort. Auf einmal habe ich gespürt, dass das gerade Harvey war. Sag mal, Mama, wie kannst du eigentlich darüber lachen? Ja? Wie kannst du darüber lachen? Dieser Typ ist vor 4 Tagen gestorben und ich weiß nicht, ob das mein Papa ist. Ich bin froh, dass es dir schmeckt, mein Junge. Deine Plastiktüten mit und sei lieb zu Pavlina. Hat man dir ins Hirn geschissen oder was? Bist du so ein gerontophiles Schwein oder was? Du zitterst ja. Das ist ein Weihnachten. Ich musste einfach ihren Schwachpunkt finden und du bist ihr Schwachpunkt. Ach, Pavlina. Von wem bist du eigentlich so blöd, Pavlina? Oh Gott! Oh Gott! Ja, jetzt klopft. Das ist eure Generation. Immer nur Geschwätz und dann, wenn ihr verschissen habt, dann klopft ihr. Wenn du abdrückst, dann drücke ich auch ab. Ja? Das ist Scheiße. Das ist ein Patt. Das ist ein Patt. Was für ein Patt? Ein Patt. Aus dem Tagebuch eines Astronauten. Ein Tag hat 57 Stunden und Tag und Nacht werden leicht verwechselt. Mein Körper. Die Leute im Riesenbogen um mich rum. Ja, die hatten Angst, die kannten das aus Filmen. Ja, eine Schwangere an Bord eines Flugzeugs. Das Flugzeug startet und bei der Schwangeren setzen die Wehen ein. Die Stewardessen rennen hektisch hin und her. Ist ein Arzt anwesend? Leute fahren im Fahrstuhl. Der Strom fällt aus. Am besten in der ganzen Stadt. Bei einer Frau setzen die Wehen ein. Leute sitzen, sitzen in einem Zug und sind unterwegs. Draußen ein entfesselter Schneesturm apokalyptischen Ausmaßes. Irgendwo im Niemandsland bleibt der Zug liegen, kann nicht mehr weiter. Einer Frau platzt die Fruchtblase. Gott, ist irgendein Arzt anwesend? Befindet sich bitte schön unter den Zuschauern eine schwangere Frau? Ja. Die war doch eine schwangere Frau. Könnten Sie uns ein bisschen etwas erzählen vielleicht? Oder Sie vielleicht? Sie sind doch auch schwanger. Hier sind wir. Hör mal.
kann ich denn endlich? Also in dem Jungen schlafen? Oha. Ja, ich war schockiert, ja. Jetzt schon. So früh habe ich da etwa eine widerliche Schlampe angezogen. Ja? Aber nein, nein, nein. Immer mit der Ruhe, eine Schlampe ist sie ja jetzt wirklich nicht. Nein. Und eine Freundin hat behauptet, das sei nichts weiter als überschüssige, kreative Energie. Okay, dann habe ich gedacht, vielleicht hilft ja Eiskunstlauf. Nee, ein Handarbeitskreis. Ah, ja, Gymnastik. Ja, okay. Naja, okay, zur Sicherheit. Habe ich das meiner Tochter in allen Einzelheiten geschildert, und zwar in den aller düstersten Farben, ja? Weißt du, mein Liebling, das habe ich ihr gesagt. Weißt du, mein Liebling, das wäre wirklich eine Katastrophe. Ja? Die würden dich einlochen. Und auch diesen geliebten Jungen würden sie einlochen. Das wäre doch schrecklich. Ganz, ganz schrecklich wäre das. Und bis 15 bist du doch noch minderjährig. Hallo, ich meine, was soll ich denn da sagen? Ach so. Na gut. Okay, als meine Tochter dann 15 und 2 Tage war, da kam sie zu mir. Komm mal wieder zu mir. Mama. Jetzt habe ich es hinter mir. Letzte Klassenjungfrau wird jetzt eine andere. Okay, ich nehme alles zurück. Von kreativer Energie ist hier ja mal gar keine Spur. Meine Tochter ist eine Schlampe. Ja? Also, das Sexualleben der eigenen Kinder, das ist wirklich in der Tat ein traumatisches Erlebnis. Zwei Jahre. Fünf Jahre. Zwölf. Überall Kinder. Ach, jetzt nimm es doch nicht so persönlich, ich bitte dich. Du warst doch sonst immer so vernünftig. Mein Mann und ich, wir gingen in die Oper. Ja. Und zum Golfen. Wir machen uns nicht verrückt. Ein letzter schöner Urlaub. Ohne Kinder. In Thailand. Auf Sri Lanka. Mexiko. Alaska. Ja. Peru. Marokko. Indien. Kuwait. Japan. Sambia. Burkina Faso. Boah, ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Können wir nicht einfach mal ein bisschen ausruhen? Einfach mal ein bisschen zu Hause bleiben. Beirut, Madagaskar, Malaysia. Die Wundertüte! Ja, hallo ihr Mamis. Hallo ihr Schwangeren, ihr Mädchen, euch Mühenden, freudig Erwartenden. Also, Mädelchen, aufgepasst. Heute gibt euch eure einzigartige und allerliebste Brigitte Mar einen wundervollen und praktischen Rat fürs ganze Leben. Ja, Babys können bereits ein paar Tage nach ihrer Geburt zwischen menschlichen Gesichtern und anderen Objekten unterscheiden. Toll! Das ist ja richtig großartig! Ja, wunderbar! Hierbei handelt es sich um ein sehr hoch hervorragendes Hilfsmittel. Das euch Mamis in den ersten paar Monaten und Jahren das harmonische Zusammenleben mit eurem geliebten Sprössling enorm erleichtern wird. Und sobald eure Laune im Keller ist... Ja, wer ist das? Na, die Mami. Die Mami ist zu Hause. Natürlich, die Mami ist ja immer zu Hause. Ja, das stimmt. Wir unterwerfen uns ihrer Energie. Ja, der Ludwig und ich, wir haben uns ja schon bekannt. Ja. Ach ja, aber ich bin ein Hallo Ludwig. Genau. Ja. Setzt euch auf, macht euch bequem. Okay. Fühlt euch hier zu Hause. Ach, ihr habt eine kleine Erfrischung vorbereitet. Okay. Naja, esst ruhig alles auf, wir haben keinen Hunger. Hier, der Champagner. Ja, lass mal, ich schenke ein, Ludwig. Ich schenke ein. Hm? Ja. Im Kühlschrank wartet noch ein. Ach. Oh Mensch, das ist aber wirklich nett. So, muss ich das Tisch? Nein, das wäscht sich doch raus. Auf dem Foto sieht der ein bisschen anders aus. Man könnte sogar meinen, dass das auf dem Foto gar nicht ihr seid. Ja, das sind wir auch gar nicht.
brauchst. Ingrid, die Strümpfe. Was? Ja, meine Hände müssen deine Hand berühren. Es ist kalt geworden hier von der ewigen Lüfterei. Ja, ganz kalt. So. Hast du Angst? Nee, Ingrid verträgt keinen Alkohol. Sie ist nicht gewohnt zu trinken. Hör auf, mich zu demütigen. Sie ist so gereizt, ist was sie da. Ingrid, jetzt markiere hier mal nicht den sterbenden Schwan. Ich werde nicht umschauen. Ingrid, bist du ein Schwan? Weiß ich doch nicht. Komm schon, Ingrid. Bist du ein Schwan oder bist du keiner? Ihr mit euren Fragen. Du und Silvia, ständig stellt ihr so komische Fragen und sprecht über Sachen. Bist du jetzt ein Schwan oder nicht? Lass mich, ich weiß es nicht, verdammt! Ich weiß nicht, ob ich vor Kummer sterben würde, falls du dich... Woher soll ich das denn wissen? Es ist ja noch nie passiert. Ingrid, du bist kein Schwan. Natürlich bin ich kein Schwan. Ich bin Ingrid Hoffmann. Kein Schwan. Silvia, du musst mir helfen. Alleine schaffen das nicht. Was? Silvia! Was ist denn hier los? Ach, Scheiße, er kommt so komisch. Ingrid, was ist denn da nicht Ingrid, los? Ingrid, komm schnell, du musst ihn aufhalten. Ingrid, der klettert gerade über die Brüstung. Oh, der ist ja völlig verrückt. Der will springen. Und verwirklicht und umschauen. Ja, Ingrid. Ingrid, du musst dich einfach Ingrid, 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 Ingrid,